Ja, dem richte ich sowieso nichts aus. Ich kann ihn nicht leiden. Okay, jetzt haben wir hier... Können wir uns nochmal auf alles vorbereiten. So, sehe ich irgendwo meinen Stumpfsinn nochmal? Ja. Ich finde, es geht mit dem Stumpfsinn. Den müssen wir, glaube ich, nicht verringern. Aber Gesundheit erhalten brauche ich eigentlich auch nicht. Also gehen wir halt mal zu den Gauklern. Bald schon beginnt die gar wundersame Vorstellung. Sie kann dir dabei helfen, deinen Stumpfsinn zu verringern. Ja. Komm, ich will Prestige sammeln. Als Schutzherr der Künste spende ich dem Künstler etwas Gold und werde so zur Aftershow-Party eingeladen. Verringert meinen Stumpfsinn, kostet zwar 80 Gold, aber ich krieg 25 Prestige dazu, dann bin ich wieder über 400. Du fühlst dich ausgezeichnet. Das war es wert, deinen Ruf zu bewahren. Schauplatz verlassen. So. Ja, zeig mal, was du hast. Ich kann mir wahrscheinlich eh nichts leisten. Heiligenschein, irgendwas malen. Ja, nee. Hat sich irgendwie nicht so gelohnt. So, Lebenstinte permanent erhöhen oder Gesundheit permanent erhöhen? Ich finde, Tinte haben wir eigentlich ganz gut. Ich hätte gern ein bisschen mehr Gesundheit. Willkommen! Möchtest du etwas von meinem belebenden goldenen Gebräu probieren? Ja, dann zahle ich nochmal 50 und mit meiner berühmten Berühmtheit. Ich habe gehört, dass es für Berühmtheiten wie mich etwas Besonderes gibt. Und zwar 4 permanentes Leben, 4 Heilungen, die ich nicht brauche und eine Lebenstinte noch extra dazu. Also das Beste von allem. Das hier ist unsere Spezialität, nur für erfahrene Inculinati. Das dunkelgoldene Getränk erfüllt dich mit Frohmut, Stärke und Tintenkraft. Vielen Dank. Gut, todalter Schenkelklopfer, was geht? Na endlich. Warum hat das so lange gedauert? Zeig schon, was du drauf hast. Lass die Party beginnen. Ich bin eigentlich nicht froh, dass wir uns endlich gegenüberstehen. Das habe ich, glaube ich, letztes Mal gesagt. Aber ja, ich sag mal, ich bin froh, dass wir uns endlich gegenüberstehen. Ich weiß deinen Enthusiasmus zu schätzen. Lass uns beginnen. Und solltest du verlieren, versuch es einfach weiter bis zur letzten Schreibfeder. Ah, ich habe ja ganze 2. Also wir haben 3 Versuche. Es ist wieder das gleiche Spielbrett wie letztes Mal, wo er einfach da oben schön sicher zwischen seinen Türen sitzt und uns blöd angrinst. So, Captain Blaubeer möchte ich gerne haben. Den Kleriker möchte ich gerne haben. Fuchs möchte ich haben. Den Esel. Und noch einen speertragenden Fuchs. Und dann statt dem Einschläfern nehme ich die Statuseffekt-Entfernung auf jeden Fall. Versuchen wir es. We meet again. So, diesmal fängt es auch mal günstiger für uns an, weil wir nicht direkt von diesen Särgen eingekesselt sind. Das ist schon mal ganz nice. Das war letztes Mal auch sehr ungünstig. Dann gönne ich mir schon mal einen Blaubeer. Albrecht. Und... einen... von diesen. Und Walix kann auch noch ein Speertyp. Dann möchte ich auch gleich den Blaubeeren aufwecken, dass der sich schon mal ein bisschen bewegen kann. Auch wenn uns dann die Tinte flöten geht von ihm, aber das geht alles. Bon Jovi, ah. Die mit der Laute sind immer die gefährlichsten.
Und von dir möchte ich... dass du schon mal dahin fliegst. Du musst jetzt mal den Vorstoß für uns leiten. Die Höllenschlunde werden halt ab einem bestimmten Punkt echt zum Problem. So, aber wir stellen uns mal direkt vor Tod. Und er ist wahrscheinlich auch... ich kann nicht mal gucken. Doch hier. Tod. Ich denke, dass sie, Tod ist eine sie, ist immun gegen alles. Gut, mehr wollte ich nicht wissen. Ich würde ihn so gern vom Brett schubsen eigentlich, ne? Ja, kann ja durch die Türen durch. Kann ich ihn durch die Türen durchschubsen? Aber ich schreie ihn auch einfach erstmal an. Jedes bisschen Schaden, was er kriegt, ist schon mal ein Win. So, du gehst mal hier hin. Wen können wir von hier aus treffen? Den Gesellen da oben können wir schon mal den Gar ausmachen. Danke, dass du den Dons von mir entfernt hast. Und er stellt sich schon wieder eine ganze Band zusammen. Schieb mich weg, das hilft nicht. Okay, du kannst mich noch links und rechts schieben, das macht nichts. Es wird dir nichts helfen. So, du gehst hier hin. Und piekst mal ihn ein bisschen. Mist. Ja, jedes bisschen ist besser als kein bisschen. So, mich selbst möchte ich in diese Richtung aus diesem Höllenschlund rausschieben. Dann möchte ich noch einen Blaubeeren malen. Heilen hebe ich mir mal auf. Statusheilung hebe ich mir auch auf. Für mehr reicht es gerade nicht. Ja, ihn müssen wir so schnell wie möglich loswerden. Schubsen gilt halt als Angriff, aber ich würde so gern testen, ob ich ihn einfach von der Map schubsen kann. Aber er wird sich dann eh wieder zurückschieben, also das lohnt eigentlich nicht. Ich mache ihm einfach Schaden, solange ich kann. Solange er hier oben noch lebt, muss ich tot angreifen. Für meinen Geschmack schon viel zu nah. Was male ich mir denn jetzt hier noch Schönes? Ja, ich kann mir nichts malen, ich habe keine Reichweite. Aber ich kann ihn hier in den Höllenschlund schubsen. Warum habe ich den anderen schubsen sollen? Na egal. Und dafür gönne ich mir
So ein Kleriker-Typen. Humfridus, jawohl. Ja, wir sitzen erstmal in der Tinte rum. Mr. Bones, okay. Schiebst du mich wieder ein bisschen hin und her? Tja, warum auch immer. Schiebung. So, das Ding wurde wenigstens regelgemäß gefressen. Das ist schon mal gut. Er wird ein bisschen geheilt. Das finde ich auch schon mal gut. So. Ja, dann schreien wir ihn hier oben einfach weiter an. Ach, und die da unten trifft das mit. Sehr gut. 3 zum Preis von einem. Geh mal da oben hin. Komm ich schon mal näher. Ah, Mist. Jedes Mal vergesse ich's. So. Ihr dürft beide draufgehen. Dann kriegt ihr zwar immer uncoolerweise Tinte für, aber was soll man machen? Ich kriege ja inzwischen auch Tinte, wenn einer von meinen stirbt. So, ihn heilen wir mal ein bisschen. Vielleicht hätte ich es mir für mich selber aufheben sollen eigentlich. Nun ja. 9 Captain Blaubeer. Und hier oben kann ich jemanden hin tun, aber dann schubst er wieder. Nee, das geht nicht. Kann ihn allerdings hier hinstellen und dann schieben. So, dann stehst du auch in der Tinte, das ist gut. Möchte ich noch irgendwen aufwecken? Ich glaube, ihn würde ich ganz gerne aufwecken, dass er ein bisschen höher laufen darf. Und vielleicht den Mr. Bones da oben sogar tötet. Natürlich malt er instant wieder einen von denen. Ja, jetzt schiebt er mich wieder ein bisschen hin und her. Tötet seine eigenen Leute. Seine Pläne gehen mir nicht ganz auf. Kann ich ihn einfach darunter schubsen? Ich will das so dringend ausprobieren. Weil er hier müsste eigentlich zuerst dran sein. Ich mach auch das Ding mal kaputt gleich. Dass uns hier keiner runterschubst. Zumindest ihn hier keiner runterschubst. So, ich will das jetzt wissen. Kann ich tot durch diese Tür von der Map schubsen? Bitte lass mich das machen. Das wäre so cool. Ich würde mich so freuen und so totlachen. Nein, er prallt von der Tür ab. Würde aber 6 Schaden kriegen. Die Tür, nee, die Tür würde 6 Schaden kriegen. Schade. Naja, dann machen wir ihm halt weiter Schaden. Es fehlt ja nicht mehr viel.
So, das tötet leider meinen eigenen. Aber tot auch. Ja! Ja, wir haben ihn einfach erwischt. Yes! Yes! Oh mein Gott. Wir haben tot besiegt. Wunderbar. Und jetzt werde ich noch mehr flüssiges Goldbraun gehen. Ich hätte gewinnen können, wenn ich es gewollt hätte. Tja, hast du aber nicht. Oh, was sagen die Texte über uns? In the end, I... Okay, er schreibt sogar von sich selber. Aha. In the end, I got a bad case of arrowheaditis in my thorax and passed away. Ja, nee, also da hat der Pfeil eigentlich nichts mit zu tun. Aber wie gut. Ah, ich freue mich. Tod. Großartig. Lasset die Reso... Wiederauferstehung beginnen. Reso? Reso? Resozialisierung? Nee. Resonanz? Resurrection? Was wollte der sagen? Wiederauferstehung. Ach, die Resurrektion? Nee. Resurrection? Wie spricht man das aus? Ist das... Das ist... Nach dem Akzent würde ich sagen, es ist Französisch. Aber wie spricht man das aus? Ich meine, es ist keine Resoir-Erektion, aber... Resoir-Erektion. Warum sind da zwei E? Das verwirrt mich so. Naja. Mittels eines verblüffenden Tricks erweckt Tod den Meister zu neuem Leben. Verdammt. Ich meine natürlich... Hurra! Meister ist wieder da. Der Meister ist zurück und er fühlt sich großartig. Endlich, ruft er mit lauter Stimme. Resoir-Erektion. Meister, was ist diese Resoir-Erektion? Ihr tanzt durch die Nacht und schaut den Gästen beim Flatulieren und Explodieren zu. Das macht wirklich Spaß. Aber was genau ist diese Resoir-Erektion eigentlich? Meister, wie wisst ihr von der Resoir-Erektion? Ihr seid doch gerade eben erst dem Tod entronnen. Und wie oft können wir das Wort Resoir-Erektion in einen Satz packen? Ich kann dich nicht hören, schreit der Meister und entschwindet flugs in die Menge. Wie merkwürdig. Was geht bei dem? Der ist doch eh permanent auf Drogen. Beim nächsten Mal schaue ich mir diese sogenannte Resoir-Erektion mal genauer an. Nee, beim nächsten Mal lasse ich mich nicht so einfach in das Licht führen. Aber... Glaubst du, dass es vorbei ist? Wie es scheint, haben Tod und der Meister etwas zu verbergen. Vielleicht gelingt es dir beim nächsten Mal, die Wahrheit herauszufinden. Na, garantiert. Gewonnen! Du bist der Auserwählte, welch Ehre! Ich kann den Text nicht lesen. Neuer Inhalt freigeschaltet. Ja, danke. Gesammeltes Prestige zum Ruhme der Inkulinati-Akademie. 410. Jawohl, weiter. Okay, jetzt ist die Reise wieder vorbei. Aber diesmal haben wir es geschafft, weil den Tod zu besiegen das Ende der Reise war. Wir haben jetzt die Teufel freigeschaltet. Was auch schon mal ganz cool ist. Aber für die Skelette zum Beispiel fehlt uns halt noch unendlich viel Ruhm und Ehre. Aber auch hier einiges freigeschaltet. Und da ein bisschen, was ist das? Für jede Explosion als Gesundheit erhalten, okay. Und wir könnten jetzt, wenn wir wollten, eine neue Reise anfangen. Ich muss aber leider sagen, glaube ich, dass ich Inkulinati hier beenden werde. Wir haben ja jetzt gesehen, wie das Spiel so an sich funktioniert. Es ist ja auch noch im Early Access, das heißt, es können auch noch einige Sachen dazukommen, einige neue Features oder so. Ich finde aber einfach... Das ist, weil es halt doch so repetitiv ist, auch wenn hier eine gewisse weiterführende Story vorhanden ist. Einfach, finde ich, zum Kommentieren ist es ein bisschen schwierig. Und ich habe so das Gefühl, dass es für euch einfach auch irgendwann langweilig wird, weil es halt doch sehr viel das Gleiche ist. Insofern mache ich hier erstmal Schluss. Ich weiß nicht, ob in Zukunft noch neue Folgen kommen, wenn irgendwelche großartig neuen Inhalte kommen. Das gucken wir mal. Aber allgemein wollte ich auch sagen, dass ich... Wahrscheinlich halte ich mich eh nicht dran, weil ich kenne mich ja, aber jetzt vorerst erstmal wieder alle zwei Tage nur eine Folge mache und nicht zwei Projekte gleichzeitig laufen haben will, weil das doch ein bisschen viel Arbeit ist und ich doch ein bisschen überarbeitet bin deswegen gerade.
Kann auch sein, dass ich deswegen bei Illuminati ein bisschen nicht ganz auf der Höhe war, kommentartechnisch. Das tut mir dann leid, aber für die wahnsinnige Qualität meiner Videos will ich doch erstmal wieder nur alle 2 Tage ein Projekt gleichzeitig am Laufen haben. Es sei denn natürlich, es kommen irgendwelche Releases, während gerade noch irgendwas anderes läuft, irgendwas Cooles, Wichtiges. Dann kann es sein, dass wieder zweimal Sachen kommen, aber vorerst erstmal nur ein was wieder. Dass ich wieder ein bisschen Raum zum Atmen habe. Ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich natürlich wie immer fürs Zugucken. Überlegt euch, ob ihr liken, kommentieren und vielleicht sogar abonnieren wollt. Das fände ich wirklich sehr, sehr toll. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge beim nächsten Projekt wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen. Tschüss.